Also ich bin der Fritz Wipplinger, ich bin Betreiber und Besitzer der Kaffeewerkstatt St. Wolfgang. Ich habe das Ziel gesetzt, dass ich den besten Kaffee in Salzkammergut zusammenbringe und versuche zum Verkaufen. Ja. Das Besondere am Geschäft ist, man kann eben alles kaufen erinnern. Alles, was man erinnern sieht und was man, wo man drauf sitzt oder was man auf der Wand hängt, kann man kaufen. Viel Kölner kann man mieten, sage ich mal dazu, das ist recht lustig. Und das Schöne daran ist, die ganze Dekoration ändert sich mit dem Verkauf eben auch. Und jeder Gast, was dann jedes Jahr wieder neu kommt, ist ganz verwundert, weil alles neu ist und einfach alles wieder anders ist, weil alles verkauft worden ist und wieder neu dekoriert worden ist. Jänner, Februar, März ist etwas ruhiger und trotzdem möchte ich einen Jahresbetrieb haben und meine Mitarbeiter das ganze Jahr durchbetreiben und durchhalten. Ganz ein kurzes Beispiel, ich habe jetzt gerade vor kurzem, also vor einem halben Jahr umgebaut wieder, habe mir die BH was vorgeschrieben und das Geld war momentan nicht da und dann bin ich spontan zu meiner Bank, also ich habe gesagt, was ich brauche und da ohne Wind auf den Zug und gesagt, okay, das passt, das machbar, das Konzept findet man gut, wir stehen hinter dir und das habe ich gemacht und sehr zufrieden mit meiner Bank. Ja. Die kommen selber aus Gast zu mir ins Café aus, das taugt mir auch, das ist auch super. Ich bin ein bisschen triebig, ich muss da und ich muss da ein bisschen umbauen und da immer was umändern und das taugt meiner Frau nicht, weil ich nicht einmal Urlaub fahren. Aber ich habe gesagt, ja, nächstes Mal ist glaube ich eine Privatwohnung dran. Ja, das ist Privatwohnung, schön leben und gut wohnen kann, weil nur ein guter Geist kann ein gutes Geschäft führen. So, jetzt hat es Estra. Schaut einfach aus, ist es auch.